Moin moin miteinander und willkommen zu einer neuen Folge von Path of Exile. Ja, ich habe nach der letzten Folge leider nicht mehr sofort weiterspielen können. Deshalb vermute ich, dass mittlerweile die Küste wieder respawned ist. Da müssen wir uns gleich nochmal neu durchkloppen. Aber wir sind ja aufgestiegen mittlerweile, deshalb sollte das kein so großes Problem mehr sein für uns. So, wir haben immer noch eine Quest zu erledigen, und zwar hier. Die möchte ich auch dieses Mal machen. Diese Mercy Mission, wo wir im Grunde genommen einfach nur Medizin finden sollen. So, Enemy, okay, die haben wir. Alles klar. So. Los geht's, auf in den Kampf. So, ja, die Gegend ist respawned, selbstverständlich ist sie respawned, die wird ja immer zufallsgeneriert. Das heißt, wir werden die Möglichkeit haben, ja, noch ein paar neue Gegenstände zu farmen. Aber, das Blöde ist, dass wir natürlich jetzt... Das Blöde ist, dass wir jetzt, den Weg suchen müssen. Ah, Mistviecher. Mist. Einfrieren und gefrieren. So, wer ist hier aufgespießt? Igitt. So, ist das besser als das, was wir haben? Ja. Ja, hat zwei, zwei Fächer. Also ein kleines bisschen besser. Igitt. Gar nicht lange aufhalten hier. Haha, konnte es noch nicht mal werfen. Diese Kältemagie gefällt mir sehr gut. Also gegen solche Menschen. Gegen Untote ist sie nicht ganz so wirksam, aber gegen Menschen? Gegen diese Kannibalen? Wunderbar. Irgendwas von Bedeutung für uns? Ich glaube nicht. Bisher hält sich unsere Ausbeute an... Äh
Fritzel, haha. Ah, oh, oh, oh. Nein! Ja, Mann, das war unser erster Tod. Mensch. Ich dachte, ich hätte den Heiltrank schnell genug genommen. Resurrect at Checkpoint Town. Town? So. Schaut mal, unsere ganzen Gegenstände sind da. Okay. Aber dann können wir zumindest ein bisschen was verkaufen. Still alive, are we? Ja, ich bin ja eigentlich gestorben, ne? Die Frage dürfte so nicht gestellt werden. Ich frage mich, ob das irgendwelche negativen Konsequenzen hat, wenn man stirbt. So, also das hier ist ja eigentlich ein Stufe 2 Gebiet. Wir sind ja mittlerweile Stufe 4. Trotzdem haben wir eben gut auf die Schnauze gekriegt. Will ich das mal so sagen. Aber ich habe auch ein bisschen wenig aufgepasst. Also ich war zu übermütig. Ja, genau die gute Dame. Fire Fury. Ja! Diesmal habe ich dich. Einen Ring, sehr schön. Okay, diesmal haben wir nette Sachen bekommen. Letztes Mal war sie ja so geizig, sag ich mal. Okay, identifizieren. Das machen wir doch glatt. So, was ist das? Chancen zum Blocken und so weiter. Plus 10 Intelligenz. Erstmal der Ring. So. Mehr Leben, Ausweichen und Mana-Regeneration. Ja. So, was habe ich hier? Okay, wir verlieren ein bisschen Panzerung. Dafür gewinnen wir Ausweichen und noch eine Menge andere Sachen. Das nehmen wir doch trotzdem an. Das hier... Ja, ich denke mal, das werden wir nicht tragen. Blöden Stab. Irgendwas passiert da gerade. Irgendwie, ich weiß nicht, was mit denen hier los ist, aber... Irgendein komischer Altar. Brutal Schrein. Wir werden mal unseren Edelstein aufleveln. Schadet ja nicht. Das ist natürlich auch sehr nett, dass durch solche Sachen
die Level immer so ein bisschen anders sind. Letztes Mal hatten wir keinen brutalen Schrein hier. So. Hit hard, hit once. Okay. Kong's canoe struck this sand with the force of destiny. Oh, eine Rüstung, eine bessere. Identifizieren bitte. Plus 5 Armor. Block und Stun Recovery. So, und eigentlich müsste ich jetzt schon wieder verkaufen. Reforges the color of sockets on an item. Hm, auch nicht schlecht. Wo geht's längs? Da geht's lang. Wir müssen ja ins Wasser, ne? So, die Brutalität ist weg. Schade aber auch. Ja, weg hier. Ah, die Kälte ist echt Oberhammer. Double Strike ist auch aufgestiegen, das ist schön. Irgendjemand hat mich hier noch beschossen, aber wer? Wer hat mich denn hier beschossen? Ihr, ne? Scroll of Wisdom, immer gern genommen. Sollen wir da reingehen? Minus 15% Maximum Player Resistances. Area is inhabited by one additional Rogue Exile. Okay. Das heißt, da können zwei Leute gleichzeitig rumlaufen, oder wie? Ah, für sowas haben wir keine Zeit. Wir werden das noch machen, keine Angst. Ich möchte aber erst einmal... Oh. Oh, Zombies, lustig. Ja, Tidal Island. Genau da wollten wir hin.
Aber ich hatte eigentlich nicht vor, so voll zu sein mit Schrott. Ja, wir werden wahrscheinlich einen Teil davon einfach rausschmeißen, sobald wir bessere Sachen finden.